Smart Renewables 2011 Podcast Ewald Woste, BDEW-Präsident. Thema des Vortrags: Erneuerbare Energien aus unternehmerischer Perspektive, Investment- und Managementstrategien. Ja, vielen Dank, Frau Müller, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie zunächst auch recht herzlich begrüßen. Ich muss natürlich auch auf die Wärme in diesem Raum rekurrieren, wenn ich beginne. Ich habe einen großen Vorteil, ich kann mich wesentlich bewegen hier oben. Deswegen bleibe ich nicht am Pult stehen, weil es wirklich, jetzt hätte ich beinahe was gesagt, was man nicht sagen darf, sehr kalt ist hier, drücke ich das mal so aus. So, Frau Müller hat in der Tat schon, denke ich mal, den Rahmen sehr klar abgesteckt, worum es bei dieser Tagung gehen soll. Und erlauben Sie mir heute, dass ich versuche, einerseits sehr präsidial zu sein, das ist ja meine Aufgabe als BDEW-Präsident, aber auch den Bogen zu schlagen zu unternehmerischen Fragestellungen, die man im Bereich der erneuerbaren Energien sicherlich hat. Und deswegen möchte ich, wenn das hier funktioniert, genau, einsteigen mit der ersten Folie und hier nochmal ein paar Dinge auch aus Sicht des Unternehmens, das ich hier auch vertrete, nämlich der Thüger AG, herauszuarbeiten. Der erste Punkt, der mir sehr wichtig ist, und auch das hat Frau Müller schon in ihrer Eingangsrede angerissen, ist, dass wir natürlich politisch stabile Rahmenbedingungen brauchen, um im Markt der erneuerbaren Energien auf Dauer investieren zu können. Das, was wir als Unternehmen erlebt haben in den letzten Monaten, ist eine hektische Debatte über die Fragestellung, und ich sage das auch ganz offen, das EEG abzuschaffen und in eine europäische Förderung zu überführen. Das ist eine Diskussion, die wir uns politisch sicherlich stellen müssen. Ich werde da gleich in einem späteren Punkt nochmal darauf eingehen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir Stabilität im Bereich des erneuerbaren Energiegesetzes, damit wir überhaupt unsere Investitionsentscheidungen treffen können. Und wenn ich hier nochmal einen Blick auf die Thüger-Gruppe lenken darf, wir haben im letzten Jahr eine Entscheidung getroffen, dass wir in den nächsten Jahren 1 Milliarde Euro im Bereich Erneuerbare investieren wollen. Und jeder von Ihnen, der sich auch in diesem Marktumfeld bewegt, jedem von Ihnen ist klar, dass dieses nur mit stabilen politischen Rahmenbedingungen geht und funktionieren kann. Das heißt, wenn wir das EEG umbauen, und ich werde gleich auch nochmal auf die Frage Marktwirtschaft, Marktmodell eingehen, dann sollten wir das mit Augenmaß tun und die Rahmenbedingungen nicht so dramatisch verändern, dass die Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, Investitionsentscheidungen zu treffen oder Investitionen umzusetzen, dass es am Ende hier zu negativen Auswirkungen in diesem Investitionsumfeld kommt. Wie schwierig das momentan ist, kann sicherlich der ein oder andere von Ihnen auch nachvollziehen. Denn wenn Sie heute mit Banken in Verhandlungen stehen und eine Finanzierungsstruktur aufbauen müssen, wo Sie mit 30% Eigenkapital hineingehen und mit 70% Fremdkapital, dann verlangen natürlich auch die Banken, die solche Projekte finanzieren oder erwarten, eine gewisse Stabilität. Also das ist nicht nur eine Forderung, die wir politisch aus Sicht des Verbandes stellen müssen, nicht nur unternehmerisch, sondern es ist auch eine Rückmeldung aus dem Kapitalmarkt, denn ansonsten sind wir nicht in der Lage, solche Investitionen darzustellen. Wie schwierig das Thema politische Rahmenbedingungen ist, sehen Sie am letzten Punkt das Thema Grünstromprivileg, wo sich einige Unternehmen aufgemacht haben, die mehr als 50% EEG-Strom vermarkten und damit in der Lage waren, hier Vorteile für sich zu erzielen, dass man hier Marktmodelle entwickelt hat, Vertriebsmodelle entwickelt hat. Und jetzt beginnt eine sehr hektische politische Diskussion, dieses Grünstromprivileg zurückzufahren. Und das hat natürlich direkt Auswirkungen auf unternehmerische Entscheidungen und führt am Ende auch zu Stranded Investments für diese Unternehmen. Also die erste Botschaft, ich weiß, es ist eine sehr abgedroschene Botschaft, aber eine notwendige Bedingung, damit wir arbeiten können, ist, dass wir weiterhin politisch stabile Rahmenbedingungen behalten. Wir müssen Systeme verändern, darauf hat Frau Müller hingewiesen, darauf werde ich auch noch eingehen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir politisch stabile Rahmenbedingungen, damit wir investieren können. Und das Schöne ist, wenn ich das auch noch mal an dieser Stelle sagen darf, dass, und auch das muss man, glaube ich, noch mal deutlich herausarbeiten, dass im Bereich der Erneuerbaren viele Pionierunternehmer unterwegs waren, die mit großem Engagement sich im Bereich Erneuerbare engagiert haben, sei es Wind und Photovoltaik,
aber wir entwickeln uns jetzt halt in einen industriellen Standard hinein. Und wenn Sie Projekte realisieren wollen, Offshore-Projekte realisieren wollen, und man redet dort schnell über Milliardenbeträge, dann geht das auch nur mit industriellen und politisch stabilen Rahmenbedingungen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, auch das ist schon sicherlich herausgearbeitet worden, dass die deutschen Energieunternehmen und die Unternehmen, die auch im BDEW zusammengefasst sind, schon Vorreiter auch in der Entwicklung der Erneuerbaren sind und hier in den letzten Jahren sich sehr, sehr stark engagieren. Und wichtig ist auch das hatte ich ja schon auf der ersten Folie kurz angesprochen, dass dieses nicht nur die großen Unternehmen im Energiemarkt sind, sondern viele Stadtwerke, die mittlerweile auch beginnen, sich im Bereich erneuerbare Energien zu engagieren, die sich zusammenschließen zu Investitionsgemeinschaften und so in der Lage sind, hier eigene Projekte nach vorne zu treiben, sowohl im Windbereich, aber sicherlich auch im Bereich Biomasse und Bioenergie. Was ich jetzt noch auf den nächsten Folien herausarbeiten möchte, auch das ist schon von Frau Müller kurz angerissen worden. Wir glauben, dass dieses ganze Thema Erneuerbare, Förderung von Erneuerbare an einen Punkt angekommen ist, wo wir schon über die Frage dauerhafte Subventionswirtschaft oder Überführung in ein Marktmodell nachdenken müssen. Wir glauben, dass eine dauerhafte Subventionierung der Erneuerbaren nicht der Weg sein kann, sondern dass wir schon beginnen müssen, hier auch über zukünftige Marktmodelle nachzudenken. Was meinen wir damit? Zunächst nochmal ein kurzer Blick auf die Frage. Wir reden ja immer, wenn wir über Smart Renewables, Smart Energy reden, auch nochmal über die Frage, reden wir nur über den Bereich der Erzeugung oder reden wir auch über die gesamte Wertschöpfungskette eines Energieversorgungsunternehmens? Und es ist natürlich richtig, dass wir nicht nur über das Thema intelligente Energieerzeugung reden, sondern auch über die Frage Intelligenz in der Netzinfrastruktur, Intelligenz im Energieverbrauch und am Ende auch Intelligenz in der Energiespeicherung. Bei der Energieerzeugung ganz klar das Erneuerbare Energiengesetz, und das ist das, was ich anfangs versucht habe, nochmal herauszuarbeiten, ist das leitende System für uns in der Zukunft. Wir brauchen diese Rahmenbedingungen, damit wir in der Lage sind, unsere Investitionen darzustellen. Der Einspeisevorrang ist damit gesetzt, aber das Erneuerbare Energiengesetz muss flexibler werden. Und wie kann dieses Erneuerbare Energiengesetz flexibler werden? Nämlich durch die Einführung einer optionalen Marktprämie. Und wir denken, das ist der erste Schritt hin in eine Flexibilisierung. Jetzt wird man sich fragen, was bedeutet eigentlich eine optionale Marktprämie? Heute ist es so, und das hat Frau Müller auch schon herausgearbeitet, dass erneuerbarer Energiestrom eingespeist wird und Sie eine garantierte Einspeisevergütung dafür bekommen, wir aber keine Marktmodelle entwickeln. Und hier soll versucht werden, die Produktion zu überführen in ein Marktmodell. Das heißt, derjenige, der erneuerbare Energien produziert, kann entscheiden, ob er weiterhin am EEG partizipieren will oder ob er ein Marktmodell wählen will. Und wir denken, das könnte der erste Versuch sein, dieses erneuerbare Energiengesetz zu modernisieren. Wichtig ist, und das ist sicherlich auch das Problem aus Sicht des Verbandes oder aus Sicht der Unternehmen, die Politik plant diese Veränderung erst für das Jahr 2012. Ich denke, wir sollten hier schneller sein, wir sollten schneller in die Umsetzung gehen, um neue Modelle abarbeiten und erproben zu können. Denn die Grundproblematik ist, dass niemand von uns, weder ich noch diejenigen, die hier im Raum sitzen, wissen, wie ein solches Marktmodell funktionieren kann. Und ich denke, wir müssen innerhalb von Teilmärkten, wenn wir uns mal ein Stadtwerkemodell vorstellen, wo sie Einspeisung von Biomasse haben, wo sie Einspeisung von Photovoltaik haben oder auch von Wind haben, wo man versuchen kann, dezentrale Vermarktungsplattformen aufzubauen über diese optionalen Marktprämien, und sie dadurch in der Lage sind, ein dezentrales Vermarktungsmodell zu entwickeln und abzuarbeiten. Also ich denke, wir sollten hier offen sein in der Diskussion. Wir werden das sicherlich heute Nachmittag auch nochmal in der politischen Runde diskutieren. Und wir sollten versuchen, durch dieses Marktmodell zu überprüfen, ob wir eine höhere Flexibilität innerhalb des EEGs erreichen können oder nicht. Also ich denke, eine Forderung, die einfach dahin führen muss, dass wir uns stärker marktwirtschaftlichen Fragestellungen an dem Punkt öffnen. Und wenn ich das mal in einen Gesamtrahmen stellen darf, wir haben heute Morgen kurz zusammengesessen und haben über die Frage diskutiert, wie spielen eigentlich auf Dauer konventionelle Erzeugung und erneuerbare Erzeugung zusammen.
dann muss man einfach die Botschaft absenden, wir kommen bei der konventionellen Erzeugung aus einem Marktmodell heraus, aus einer börsenorientierten Vermarktung, während wir auf der EEG-Seite ein subventioniertes Modell haben. Und ich denke, wir werden einen Markt transformieren müssen. Wir werden dann in Zukunft im erneuerbaren Markt ein volles Marktmodell haben, während wir auf der Seite der klassischen, der konventionellen Erzeugung hin zu einem Subventionsmodell kommen werden. Denn wir werden Bereitstellungsprämien zahlen müssen, wenn Sie in klassische Kraftwerke investieren wollen, die möglicherweise nur noch 800 oder 500 Stunden im Jahr laufen, nämlich dann, wenn Spitzenlast benötigt wird. Und hier müssen wir einfach zu neuen Modellen, zu neuen Finanzierungsmodellen kommen. Bioerdgas, das Thema ist angesprochen worden, deswegen möchte ich es hier nur ganz kurz nochmal anreißen. Für mich aus unternehmerischer Sicht, und das ist ja der Punkt, den ich hier nochmal ansprechen soll, ein wirklich sehr, sehr schwieriges Thema. Die Thyger-Gruppe hat in den letzten Jahren mehr als 400 Millionen Euro in Biogas- und Biomasseprojekte investiert. Wir haben weitere 300 Millionen in der Pipeline. Und wenn Sie sehen, sowohl im Bereich der Biomasse als auch im Bereich der Biogaseinspeisung sind wir von einer klaren Regelung weit entfernt. Ich denke aber, wir brauchen diese Projekte, wir brauchen weitere Projekte, weil Biomasse in der Lage ist, sehr flexibel oder auch Biogaseinspeisung sehr flexibel eingesetzt werden kann und kann damit auch, denke ich mal, im Zusammenspiel der Erneuerbaren zwischen Photovoltaik, zwischen Wind und auch den konventionellen eine ganz, ganz wichtige Rolle übernehmen. Aber wir sehen hieran, dass sich die politischen Entscheidungsträger sehr, sehr schwer tun, auch das Thema Biomasse und Biogas jetzt in ein Förderungsmodell einzubauen. Natürlich gibt es viele Kollegen, das will ich auch ganz offen hier ansprechen, die sich wünschen, dass auch dieses über ein EEG abgearbeitet werden kann. Aber ich denke, wenn wir die derzeitigen Förderungshöhen im Bereich der erneuerbaren Energien sehen, kann zumindest ich mir nicht vorstellen, dass wir hier noch auch das Thema Biomasse und Biogas in ein EEG-Modell einbinden können. Aber es ist dringend notwendig, dass wir hier zu einer politischen Lösung kommen. Denn ansonsten werden wir hier im Bereich Biomasse und Biogas einen erheblichen Anteil an Stranded Investment sehen. Und das wäre sicherlich das Dümmste und das Schlimmste, was uns momentan passieren können. Denn wir brauchen diese Projekte nochmal im Zusammenspiel der erneuerbaren Energien. Intelligente Energiespeicherung, auch das ist angesprochen worden. Wir selbst als Thyger-Gruppe sind unterwegs in einem Projekt, wie wir das Erdgasnetz nutzen können, um dort Wasserstoff einzuspeichern und diesen Wasserstoff dann am Ende wieder in Strom zurückzuverwandeln. Also wir denken, das ist eine ganz, ganz wichtige Variante und die Botschaft, die ich absenden möchte und die Bitte, dass man auch hier Fördermittel bereitstellt, damit wir in der Lage sind, solche Projekte weiter anzustoßen, um zu sehen, ob das Erdgasnetz auf Dauer als Speichermedium eingesetzt werden kann und ob dieses auch vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Fragestellungen überhaupt leistbar ist. So, Ausbau der Netze, Sicherung der Systemstabilität, auch das ist angerissen worden. Was mir aus Sicht der Thyger nochmal sehr wichtig ist, wenn man über den Ausbau der Netze redet, und wir haben darüber auch sehr intensiv mit Herrn Oettinger in Brüssel diskutiert, dann redet man zunächst mal über die Übertragungsnetze, man redet über sehr große Zahlen, also bis zu 1.000 Milliarden Euro, die in den europäischen Netzausbau investiert werden sollen. Ich denke, man vergisst dabei sehr schnell, dass es auch darum geht, innerhalb von lokalen Strukturen, von kommunalen Strukturen, von Stadtwerkestrukturen, Verteilnetze intelligenter zu machen und auszubauen. Und auch hier ist die Frage, wie soll dieses auf Dauer finanziert werden? Alleine für die Thyger-Gruppe haben wir mal eine Abschätzung vorgenommen. Wir reden hier schnell, wenn wir dieses tun wollen, über ein Investitionsvolumen von 2 Milliarden Euro, um die Intelligenz auf die Verteilnetze zu bringen. Niemand weiß im Übrigen heute, wie das finanziert werden soll. Ich finde, Herr Oettinger ist der Erste in der Diskussion, der sich vorgewagt hat und gesagt hat, wir müssen einen Teil der Förderung im Bereich der Erneuerbaren runterfahren und müssen dieses Geld in den Netzausbau umleiten. Wir müssen den Netzbetreibern höhere Netzrenditen zugestehen. Auf der anderen Seite sehen wir die Diskussion mit der Bundesnetzagentur, wo Herr Kurt noch mal sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass er nicht bereit ist, den Netzbetreibern höhere Renditen zur Verfügung zu stellen innerhalb ihrer Investitionen. Also ich denke, dort stehen wir vor einem großen Zielkonflikt,
nämlich nicht nur auf der einen Seite den Ausbau der Erneuerbaren weiter zu fördern, sondern auch investive Mittel in den Netzausbau umzulenken. Und auch dabei gilt, das muss man auch mal selbstkritisch in diesem Land, glaube ich, sagen, wenn man auf der einen Seite Kostenoptimierung im Bereich der Netze haben will, dann ist das auch in Ordnung. Aber auf der anderen Seite muss man den Unternehmen dann auch Leine lassen, wenn sie neue Investitionen tätigen müssen. Denn es nutzt ja nichts, dass wir, und das hat Frau Müller auch schon herausgearbeitet, dass wir die Erneuerbaren extrem ausbauen, aber am Ende nicht über die Netzinfrastruktur verfügen, damit wir in der Lage sind, auch diesen Strom aufzunehmen. Und an dem Punkt ist es mir sehr wichtig, vielleicht lassen Sie mich da noch mal einmal kurz zurückspringen, zur Fragestellung Marktmodell und optionale Marktprämie. Ich glaube, was wir dringend brauchen, auch innerhalb von Förderungsansätzen, ist es, im lokalen und regionalen Raum Konzepte zu entwickeln, wie man regenerativen Strom anders vermarkten kann. Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Aber auch die Frage beantwortet, wie speise ich eigentlich diese Produktion aus Photovoltaik, aus Wind, aus Biomasse, aus Kleinst-BHKW intelligent in Netzinfrastrukturen vor Ort ein und wie kann ich diese fluktuierenden Mengen absteuern? Und da ist die Botschaft, die ich absenden möchte, und das werde ich näher politisch auch nochmal ansprechen, dass wir dringend Fördermittel brauchen, um hier Pilotprojekte zu machen, um anhand von Pilotprojekten zu lernen. Denn das eine ist die Diskussion darüber, das andere ist die politische Forderung. Aber der wichtige Punkt aus meinem Blickwinkel heraus ist, dass wir hier an konkreten Projekten üben. Und die Thüger-Gruppe wird das tun. Wir werden das in einzelnen Städten jetzt beginnen und werden gemeinsam versuchen, solche Modelle zu entwickeln und zu versuchen, ob man hierüber einerseits zu einer anderen Art der Produktion im Bereich der Erneuerbaren kommt, aber andererseits auch die Frage der Intelligenz in den Netzen überprüfen und ausarbeiten kann. Also, nochmal an dieser Stelle kurz zusammenfassend, zwei Zielrichtungen. Das eine ist die EEG-Novelle 2012, vielleicht etwas eher, und da der Hinweis ganz klar auf Marktmodelle zu rekurrieren und diese Marktmodelle am Ende auch auszuprobieren. Und der zweite Punkt ist natürlich Harmonisierung auf EU-Ebene. Ich denke, das ist ein ganz schwieriges und ganz heißes Thema. Wir sind in Deutschland zu Recht stolz auf dieses EEG. Frau Müller hat angesprochen, dass es in 40 Länder exportiert worden ist. Auf der anderen Seite sind wir in einen europäischen Markt eingebunden und wir müssen dieses EEG am Ende auch europäisch harmonisieren. Aber ich denke, wir sollten das sehr vorsichtig tun. Wir sollten uns Zeit dafür lassen, denn das Schlimmste ist, und das ist meine Eingangsfolie ja gewesen, wenn falsche politische Rahmenbedingungen gesetzt werden, dann handeln Unternehmen danach und treffen vor diesem Hintergrund auch ihre Investitionsentscheidungen. Und das wäre sicherlich für die Weiterentwicklung des Marktes der Erneuerbaren ein ganz schlechtes Signal, wenn man sagt, naja, nur wartet erstmal, wie ein europäisches Modell aussehen kann und danach könnt ihr am Ende eure Investitionsentscheidung treffen. So, das überspringe ich mal. Hier die politische Botschaft nochmal zusammengefasst und da möchte ich nochmal zwei, drei Punkte kurz herausgreifen. Ich war gestern Abend in einer politischen Diskussion an einer Hochschule und was mich persönlich dort sehr betroffen gemacht hat, ist, wie wenig in der öffentlichen Wahrnehmung über Zahlen, über Investitionshöhen und auch über technische Veränderungen in diesem Land bekannt ist. Wir haben geredet über den Netzausbau dort und wenn man dann in der Diskussion herausarbeitet, dass wir, und da ist es glaube ich egal, ob es 3000 Kilometer sind oder 4000 Kilometer, dass wir vor erheblichem Netzausbau im Höchstspannungsbereich stehen, aber auch im Ausbau von Netzinfrastruktur vor Ort, dann ist das den Bürgerinnen und Bürgern schlichtweg nicht bekannt. Und ich denke, das, was das BMWI plant, hier in eine Kommunikationsoffensive zu gehen, ich glaube, das betrifft uns alle, die hier im Raum sitzen. Wir werden intensiv in der politischen Diskussion vor Ort daran arbeiten müssen, den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, wenn wir diese Ziele im Bereich der Erneuerbaren verwirklichen wollen, dann heißt das Veränderung auch für den Einzelnen. Und dann heißt das schlichtweg, dass wir über große Zahlen reden. Sie sehen hier zusammengefasst, wo wir momentan bei der Förderung des EEG stehen. Das ist auch in Ordnung so, wenn es denn politisch gewollt ist. Aber ich denke, dieses muss stärker in die öffentliche Diskussion gebracht werden und auch in die Wahrnehmung gebracht werden. Ein weiterer Punkt ist, dass wir, und das ist auch schon etwas, was wir gebetsmühlenhaft darstellen, aber ich glaube, es gehört
zu einer offenen und klaren Diskussion dazu, dass wir einen immer höheren Anteil an Steuern und Abgaben am Strompreis haben. Und wenn man sich die Zahl mal ansieht, dann erkennt man, dass mittlerweile 41% des Strompreises für Haushalte sich auf Steuern und Abgaben beziehen. Also eine Entwicklung, die dramatisch ist. Wir stehen ganz klar vor der Entwicklung weiter steigender Preise. Und ich will an dem Punkt auch nochmal aus unternehmerischer Sicht wohlgemerkt Stellung dazu nehmen, dass man den Unternehmen vorwirft, dass sie zu hohe Preissteigerungen in den Markt bringen. Da ja, und das ist in der Tat richtig, die erneuerbaren Energien Einfluss auf die Merit Order haben, die Strompreise, die Bezugspreise an der Börse damit gesunken sind und man in der Lage wäre, in der Tat diese Preissenkung in den Markt weiterzugeben. Aber auf der anderen Seite bewegen wir uns, und das zeigt so ein bisschen auch, glaube ich, die Schwierigkeit in dem Markt, auf in dem wir uns bewegen, sind wir ja in der Situation, dass diejenigen Stadtwerke, großen Versorgungsunternehmen, mittleren Versorgungsunternehmen, die ihre Kunden beliefern, den Strom an Börsen erhandeln, den Strom im letzten Jahr eingekauft haben und an jetzigen Preisentwicklungen überhaupt nicht partizipieren können, sondern den Strom, den sie geordert haben, zu den Preisen auch in den Markt bringen müssen. Warum sage ich das? Ich glaube, auch hier gehört in der öffentlichen Diskussion, in der unternehmerischen Diskussion mehr Klarheit und mehr Offenheit dazu, damit die Bürgerinnen und Bürger die Zusammenhänge vielleicht besser verstehen und besser erkennen können. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das EEG mittlerweile auch nicht mehr über die Netzentgelte gewälzt wird, sondern direkt gewälzt wird. Und dadurch erkennt man auch, welchen Anteil dieser Förderungsbetrag hat. Und ich denke, dass man damit auch in einer klareren Diskussion darstellen kann, wer an welchem Teil partizipiert. Und wir werden, das ist für mich vollkommen klar, in einen erheblichen Verteilungskampf kommen, eben zwischen diesen Größenordnungen, klassische Erzeugung, erneuerbaren Energiengesetz, Netzentgelte und letztendlich auch die Anteile, die die Unternehmen noch benötigen, um ihre unternehmerischen Aufgaben erfüllen zu können. Dieser Verteilungskampf ist da und er lässt sich, denke ich mal, in der Diskussion am besten bestehen, wenn man ihn offen anspricht und auch darauf hinweist, wo die Probleme liegen. So, not in my backyard, das hatte ich angesprochen, will ich nicht nur mal wiederholen. Wir müssen, glaube ich, in eine Diskussionsoffensive, das hatte ich gesagt, mit den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Denn nur wenn Akzeptanz da ist, wenn die Menschen verstehen, warum wir diese ganzen Dinge tun, sind sie bereit, auch mitzugehen. Ich springe wieder zurück kurz auf die unternehmerische Sicht der Tüger. Wir sind ja an 100 Energieversorgungsunternehmen in Deutschland beteiligt. Wir werden jetzt versuchen, in jeder Stadt Bürgerbeteiligungsmodelle anzubieten. Also dort, wo wir in Erneuerbare vor Ort investieren, werden wir den Bürgerinnen und Bürgern anbieten, sich an diesen Projekten mitzubeteiligen. Meine Hoffnung ist, wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, dort auch mit zu investieren, dann kann man, denke ich mal, argumentieren, dass die Menschen auf der einen Seite darunter leiden, wenn es neue Erzeugungsanlagen in ihrem Umfeld gibt. Und ich denke, man kann, und das ist die Hoffnung, man kann die Akzeptanz dadurch erhöhen, dass man die Menschen an diesen Projekten am Ende mit beteiligt. Ich werde vielleicht im nächsten Jahr darüber dann berichten können, ob ein solches Modell überhaupt trägt und funktionieren kann. So, dann haben wir den Punkt. Hier ist mir nochmal wichtig, entschuldige, ich muss nochmal kurz zurückspringen, nochmal sehr wichtig, an dieser Folie herauszuarbeiten. Wir haben ja eine sehr intensive Diskussion im letzten Jahr vor dem Hintergrund der Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke über die Frage der Notwendigkeit einer politischen Vertretung über den BDEW intensiv diskutiert. Ich möchte heute nur hier die Botschaft absenden. Ich bin jetzt ungefähr 6 Monate, glaube ich, BDEW-Präsident. In enger Zusammenarbeit mit der Hauptgeschäftsführung in vielen Gesprächen, sowohl in Brüssel als auch mit der deutschen Politik, habe ich eins gelernt, dass der BDEW als Sprachrohr ein ganz, ganz wichtiges Instrument in der weiteren Diskussion ist. Und ich denke, der BDEW wird sich an einem Punkt sehr stark verändern müssen. Auch da bin ich mir, glaube ich, mit Frau Müller einig, dass wir vor dem Hintergrund der veränderten Produktionsstruktur den BDEW auch öffnen müssen für die Unternehmen, die sich im Bereich erneuerbare Energien engagieren. Also auch im Verbandsbereich wird es ein Zusammenwachsen geben, weil wir einfach gleichlautende Interessen mittlerweile haben. Und wir werden dieses Thema verstärkt diskutieren und auch auf die Kollegen im Bereich der Erneuerbaren zugehen und mit ihnen gemeinsam überlegen, wie wir hier auf Dauer enger zusammenarbeiten können.
So, Fazit, ganz klar, den Erneuerbaren gehört die Zukunft. Ich denke, wenn wir die volkswirtschaftlichen Kosten im Bereich der Erneuerbaren überschaubar halten wollen, müssen wir umlenken in ein Marktmodell. Die Bitte aus unternehmerischer Sicht ist, dieses mit großer Vorsicht zu tun, denn alles das, was wir heute im Bereich Energieversorgung tun, ist Operation am offenen Herzen. Wir bauen hier ein komplettes Energieversorgungssystem um und das sollte man mit großem Weitblick tun, denn Unternehmen und auch Kapital reagiert wie ein scheues Reh und reagiert sehr schnell. Also wenn politische Rahmenbedingungen verändert werden, treffen Unternehmen Investitionsentscheidungen oder auch nicht. Und das sollte man immer im Auge behalten, denn mittlerweile bewegen wir uns hier in Größenordnung wirklich von Milliardeninvestitionen. Und wir müssen den Kapitalmarkt mitnehmen, wir müssen Investoren mitnehmen. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, und ich glaube, das wiederhole ich jetzt zum fünften Mal, aber es ist schon wichtig, das auch nachhaltig zu machen, dass wir Rahmenbedingungen in diesem Markt schaffen, unter dem Unternehmen mittelfristig bis langfristig stabil investieren können. Im Bereich der Infrastruktur, ich denke, Ausbau der Höchstspannungsnetze ist kein Diskussionsthema mehr, der ist eher die Frage, wie kriegt man das in die politische und die öffentliche Diskussion. Und im Bereich der Verteilnetze die Bitte nochmal auch an die Bundesnetzagentur, darüber nachzudenken, ob man hier den Verteilnetzbetreibern nicht höhere Renditen garantieren kann, damit sie in der Lage sind, im Verteilnetzbereich die Infrastruktur intelligenter zu machen und auszubauen. Und der letzte Punkt, Akzeptanz, den ich schon gestriffen habe. Ich denke, es ist ungeheuer wichtig, dass wir jetzt gemeinsam, und dazu soll ja auch diese Veranstaltung heute dienen, dass wir gemeinsam in die öffentliche Diskussion hineingehen, damit die Menschen erstens überhaupt noch verstehen, was wir tun, und zweitens, damit sie verstehen und akzeptieren, dass dieses auch etwas mit Veränderung in ihrem eigenen Umfeld zu tun hat. Ich glaube zusammenfassend, dass das momentan das größte Problem ist überhaupt im Ausbau oder im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Das soll es als Rahmensetzen gewesen sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche uns gemeinsam eine wunderbare Veranstaltung und wünsche dem einen oder anderen, dass er vielleicht ein bisschen mehr kuscheln kann, jetzt, weil es wirklich fürchterlich kalt ist. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen und Podcasts unter www.bdew.de.